Hi, hier ist Christian von China Gadgets und heute schrauben wir das Fake vom iPhone XS Max auf. Doch bevor wir starten, noch eine kleine schnelle Umfrage. Und zwar, Fakes scheinen uns alle irgendwie so ein bisschen zu reizen. Wir würden gerne mal wieder was bestellen. Und zwar wäre das lieber ein Samsung Note 9 Fake oder eher ein Apple Watch Fake. Stimmt gerne hier oben schnell ab und dann machen wir mal wieder ein Video draus. Um das ein bisschen genauer zu durchleuchten, haben wir natürlich allerlei Benchmark-Programme installiert. Von CPU-Z, AIDA64, AnTuTu-Benchmark, ganz wichtig, Geekbench. Wir haben alles durchgetestet. Manche Benchmark-Programme sind gar nicht erst gestartet. Manche sind mittendrin abgestürzt. Und was ich euch unbedingt zeigen möchte, ist so ein bisschen die Dreistigkeit. Das heißt, hier auch in der iOS-Version läuft einfach iOS Version 12 natürlich, wie beim XS Max Original. Das heißt, auch hier wurde gefaked. Selbst Benchmark-Programme wie CPU-Z, die so ein bisschen tiefer unter die Haube schauen, geben da so ein bisschen Fantasiewerte aus. Die Architecture, welcher Prozessor läuft denn? Das ist der Apple Cortex A7. Das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr dreist. Selbst wenn man da ein bisschen unter die Haube guckt, unter Zeitdruck, wird man vielleicht nochmal denken, Mensch, das ist wirklich die Hardware, die ich erwarte. Auch hier wurde eiskalt alles gefaked. Die Screen Resolution, die anzeigt 1242x2688 Pixel. Wir haben das Model, das ist das XS Max. Ich meine, da steht's, da muss es ja auch so sein. Also auch hier hat man diesen Fake-Gedanken kontinuierlich weiter zu Ende geführt. Wir haben genau unter die Haube geguckt, was haben wir? RAM 1 GB statt 4 GB, die angezeigt werden. Selbst ROM haben wir erbärmliche, das muss man an dieser Stelle einfach mal sagen, 4 GB. Ja. Im täglichen Arbeiten an sich Fotos machen waren okay. Wir haben auch schon im letzten Video so ein paar Schnappschüsse gezeigt. Das Einzige, was mich richtig auf die Palme bringt, ist eben dieses Reinswipen von dem Slider da unten. Es ist sehr, sehr langsam, es ist sehr ruckelig und je nachdem, in welcher Tagesform man dieses Smartphone erwischt hat, lädt diese Oberfläche einfach sehr, sehr langsam. Man kann das so ein bisschen ändern, indem man den Nova Launcher verwendet. Man kann dann das sich hier zurechtklicken, aber muss eben auch sagen, diese Oberfläche von diesem Fake hat sich so tief hier reingefressen. Man müsste die Icons noch ändern. Es gab dann zahlreiche Abstürze. Wer jetzt also drauf spekuliert, einen neuen Launcher einfach rüberzupacken, wird immer noch abgefrustet sein, weil in den Einstellungen sieht es immer noch nach iOS aus. So einfach ist es nicht. Wir schrauben das Teil mal auf. Wie starten wir? Als erstes nehmen wir einen Saugnapf, pappen das wohl hier irgendwie aufs Display und wir müssen jetzt die Schrauben rausdrehen mit einem Spezialschraubendreher. Der sieht gut aus und müssen hier beim Lautsprecher eben diese kleinen Schrauben rausdrehen. Okay, die gute Nachricht, das ist schon mal nicht angeklebt, sondern diese Schraube ist wirklich reingeschraubt. Das stimmt mich gerade glücklich. Hier noch die zweite Schraube neben dem Lightning-Anschluss, der übrigens wunderbar funktioniert. Man kann original Apple-Kabel verwenden. Hier von Xiaomi diese kleine magnetische Matte, damit ich die Schrauben gar nicht erst verliere. Kleiner Einwand, die Schrauben sind verschieden lang. Ich glaube, bei Apple wäre spätestens jetzt jemand gefeuert worden. Jetzt haben wir den Saugnapf. Und mit sanfter Gewalt kriegen wir es vielleicht schon ab. Ich glaube, bei Original-iPhones muss man da so mit so einem Heißluftföhn diese Dichtung lösen. Okay, da beugt sich was. Jetzt brauchen wir irgendwas zum Zwischenschieben. Ja, das sieht professionell vielleicht aus, wenn ich das jetzt mache. Okay, okay, okay. Zack, das war einfach, zu einfach. Irgendwo muss jetzt der Haken sein. Beim normalen iPhone hätten wir jetzt hier an dieser Stelle eine Dichtung. Also, ab wann war ein iPhone wasserdicht? Keine Ahnung, im iPhone 7 glaube ich. Das heißt, hier war dann so eine Dichtung, damit eben kein Wasser reinläuft. Übrigens nur Süßwasser, kein Schwimmbadwasser, kein Salzwasser. Das Teil hier ist definitiv nicht wasserdicht. Und jetzt öffnen wir das mal und gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Wie sieht das denn hier aus? Okay, hier ist noch so ein kleines Gummiteil. Es ist jetzt nicht einfach eine rechteckige Platine, die da irgendwie reingestopft wurde, sondern die scheint schon genau passend für dieses XS Max Fake produziert worden zu sein. Hier haben wir den Akku ohne Beschriftung. Das schaut mir hier nach Lautsprecher aus. Wir haben hier oben die Selfie-Kamera. Wir haben scheinbar den Sensor zum Gesichtserkennung. Ja, wenn ihr ein iPhone XS Max schon mal im YouTube-Video geöffnet gesehen habt, das ist ein riesengroßer Akku, der in L-Form ist, ist es hier nicht. Spätestens jetzt, Spoiler, es ist kein echtes iPhone. Gucken wir uns nochmal hier die Vorderseite an, bevor wir es weiter zerlegen. Und hier ist noch die Kamera rangeklebt. Und da ist gar keine Kamera verbaut. Okay, krass. Diese linke und ganz rechte Kamera, die man hier so durchschimmern sieht, das ist gar keine Kamera. Das scheint hier eine Attrappe zu sein. Da ist keine Elektronik hinter. Das sieht fürchterlich amateurhaft aus. Dafür möchte ich mich schon mal entschuldigen. Wir haben hier das Display gelöst. Auch hier
Na, das ist wirklich passend mit der Notch eingefasst. Es ist jetzt qualitativ auch sehr, sehr gut alles angeordnet. Da wackelt jetzt nichts. Soweit, so gut. Ich kann nicht mehr sagen, sorry, ich bin jetzt nicht der Hardcore-Experte. Außer eben, dass diese zwei Kameras hier vorne fake sind. Ihr seht es wahrscheinlich noch hier. Da gibt es einfach keine Kamera. Das ist einfach nur eine billige Attrappe. Wagen wir uns mal weiter ins Innere vor. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, ich habe so im Augenwinkel gesehen, was ist das hier? Das schaut irgendwie wie so ein SIM-Karten-Einschub aus. Da steht, ach krass, da steht TF-Karte, Micro-SD-Karte. Das heißt, vielleicht können wir dieses 4 GB ROM darüber erweitern. Könnte Apple sich eine Scheibe bei abschneiden? Das ist ja der Hammer. Wir versuchen jetzt mal hier diesen Akku. Geil, der ist auch nicht mal angeklebt. Den kann man einfach so rausnehmen. Das heißt, das kann man hier entnehmen. Hier ist der Dual-SIM-Einschub. Hier scheint eine kleine Batterie verbaut zu sein. Jetzt können wir auch mal reinschauen. Das ist jetzt die Stelle, an der ihr gerne mit uns mitdiskutieren dürft, müsst, weil ich habe Ahnung, aber ich habe echt noch nie ein iPhone zerlegt. Also hier befindet sich, was mag das denn sein an dieser Stelle? Also helft mir gerne mal auf die Sprünge, was dieses Teil hier sein kann, ob man es auch so beim iPhone kennt. Was ich an dieser Stelle sagen muss, es ist schon hochwertig. Ich hätte jetzt irgendwie so Platine reingeworfen, mit Heißkleber irgendwie fixiert und gut wäre. Das finde ich nicht vor. Also das ist hier schon sehr, sehr gut verarbeitet, wenn auch eben keine iPhone-Bauteile. Also ich sehe hier kein einziges Apple-Logo, was mich ehrlich gesagt auch überrascht hätte. Weil es mich jetzt einfach so brennend interessiert, wir haben in der Zwischenzeit mal eine Micro-SD-Karte uns besorgt. Die stecken wir jetzt mal rein, wenn sie dann überhaupt reinpasst. Und ob es überhaupt passt, weil da soll eigentlich der Akku rein. Krass, okay, es passt. Geil, habe ich jetzt mehr ROM? Das wäre super cool. Sonst an dieser Stelle, wenn es mal weitergehen soll beim Teardown, dann sagt mir Bescheid, dann lege ich auch nochmal mit dem dritten Teil nach. Ich meine, ihr seht es jetzt selbst von innen, es sieht einfach ganz anders aus als ein iPhone XS Max. Die Qualität ist überraschend geil. Hier ist nochmal, das scheint das Mikrofon zu sein. Genau, das ist das Mikrofon. Hier ist so ein Gumminöpsel. Das hat sich Apple im Original wahrscheinlich auch nie so gedacht. Das pappen wir mal wieder zurück rauf. Der Akku ist selbst fest verlötet. Den kann ich jetzt auch nicht mal eben abschrauben. Hier die Antenne ist mit einem Stecker drauf. Ich schraube das mal wieder drauf, um zu sehen, ob wir jetzt unser iPhone fake gepimpt haben. Dann pappen wir den Akku wieder rein. Auch hier gibt es keine Angabe zu den Milliampere-Stunden. Laut Datenblatt und laut Benchmark sollen es, wir haben uns das extra notiert, 2800 Milliampere-Stunden sein. Der Akku hat ja bei mäßiger Nutzung so 7 Stunden durchgehalten. Das ist jetzt kein guter Wert, aber für ein Fake finde ich das irgendwie ausreichend. Man hätte ihn vielleicht ankleben sollen. Das heißt, wenn man das iPhone wahrscheinlich so kräftig schüttelt, wackelt es da drin. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das Display wieder angesteckt bekommen. Ey, es war ja super einfach. Okay, und schon haben wir das Display wieder angeklebt. Also ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin von der Verarbeitungsqualität echt immer noch positiv überrascht. Also auch im Innenleben und auch die Schrauben. Wir testen mal, ob wir das iPhone überhaupt noch anbekommen. Beziehungsweise das iPhone Fake, das schaut ganz gut aus. Und es wird eine Micro-SD-Karte tatsächlich erkannt. Es werden diverse Micro-SD-Karten erkannt. Aber die hier oben scheint tatsächlich die eben eingelegte Micro-SD-Karte zu sein. Und der Benchmark läuft auch durch. Krass, wir haben soeben mein iPhone hier um 16 GB erweitert. Das heißt, die Kritik, dass es hier nur 4 GB ROM gibt, kann ich an dieser Stelle ein bisschen entkräften. Wir haben schon 20 GB ROM. Das ist doch auch schon mal ein Anfang. Und jetzt wäre natürlich noch ganz interessant, ob wir auch auf diese Micro-SD-Karte zugreifen können. Wir müssen dann vermutlich in Local gehen und hier wird auch die SD-Card erkannt. Und hier gibt es ein DCIM-Karte. Okay, hier sind die Drohnen-Testaufnahmen drin. Das heißt, das scheint krass. Krass, warum steht das nicht in der Beschreibung in den Online-Shops? Ich meine, wir können unser Smartphone hier tatsächlich erweitern. Ja, wir haben unser inoffizielles iPhone gerade gepimpt. Stark. Das heißt,
hier noch ein bisschen Wasserdichtigkeit ranpatschen und schon haben wir ein Upgrade gemacht. An dieser Stelle jetzt das Fazit. Was nehme ich eigentlich mit? Ich bin nach wie vor sehr, sehr überrascht von dieser Verarbeitungsqualität. Ihr habt es eben auch gesehen, selbst im Inneren, das ist solide aufgeräumt, das ist gut verkabelt, gut verdrahtet, gut verlötet. So eine erweiterbare Speicherkarte ist ein lustiger Fun-Fact bei der Nummer. Ja, wir haben erkannt, dass hier vorne die Kameras einfach fake sind. Die können einfach gar nichts. Dennoch tut das dem irgendwie keinen Abbruch. Für 100 Euro finde ich es wirklich Wahnsinn, was hier für einen Aufwand betrieben wird. Es werden Apps gefaked, die nicht funktionieren, das ist mir auch klar. Aber irgendjemand muss da trotzdem eben auch nochmal zumindest die Oberfläche einmal angelegt haben. Und für mich stellt sich jetzt einfach zu Ende die Frage, was wäre, wenn wir 50 bis 100 Euro mehr ausgeben, ja, dafür ein bisschen bessere Komponenten, besseren Prozessor, mehr RAM, mehr ROM haben. Und das will ich auch gleich als Einschub verwenden. Natürlich finden wir China-Smartphones generell cool. Ob 50 Euro, 100 Euro oder 500 Euro, alle Teile haben ihren Reiz. Und für 100 Euro bekommt man eben auch ein sehr gutes Xiaomi Redmi Note 5 oder inzwischen das 6er oder das Pocophone. Ja, für 270 Euro ist es Wahnsinn, was da abgeht. Wir haben uns diese ganze China-Thematik von A bis Z verschrieben. Wir sind China Gadgets. Es gibt mega spannende Alternativen eben auch für 100 Euro. Doch das Fake beeindruckt mich nach wie vor. Kommen wir zu den abschließenden Floskeln. Yoshi hinter der Kamera sagt mir, ich muss das immer sagen, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal. Der ist übrigens kostenlos, wer weiß es nicht. Hier geht's zu den nächsten Videos. Kommentiert das und dann sehen wir uns irgendwie auch schon im nächsten Video. Ciao, euer Christian.